Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 31. März. Sorry, ich war jetzt irgendwie bei Oktober. Mir kam jetzt innerlich Oktober. Warum auch immer. Vielleicht ist das eine bedeutende Zeit für diese Energie, die wir jetzt hier haben. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Die zwei der Schwerter. Naja, das, was gestern irgendwie noch klar war, das scheint heute irgendwie so ein bisschen in Unklarheit zu geraten, in Zweifel, möglicherweise, ja. Das ist so ein bisschen die Energie von Unentschlossenheit, ne? Von Zweifel, von Selbstzweifel auch. Ja, und dass es da ja ein Für und Wider gibt in Gedanken, in der gedanklichen Energie. Ne? Ein Stück weit auch fehlenden Durchblick. Ne? Sie hat die Augen verbunden, man sieht sie ja nur ja, von der rückwärtigen Seite. Wie geht's nun genau weiter? Ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist jetzt zu tun? Vielleicht ist heute insgesamt so ein bisschen unentschlossene Stimmung. Ja, ein bisschen Schwindlichkeit vielleicht auch, ne? Orientierungslosigkeit, ja. Also falls es jetzt wirklich körperlich ist, so, dann ja, achte da auch gut auf dich. Aber ne, falls es wirklich eine bestimmte Angelegenheit betrifft, ne? Ja, den Fortgang in einer Beziehung, ne, in einer Liebesbeziehung, in einer Arbeitsbeziehung, ja, wie du weiter verfährst, auch mit einer, vielleicht einem Entschluss oder einer Idee, ne, einer Klarheit, etwas, was dir gestern noch eingeleuchtet hat, wie es damit weitergeht, ja, ja, folge deiner Intuition, ne, höre auf dein Herz, ne, gerade ja, bei den zwei der Schwertern, wie gesagt, da gibt es so diesen Widerstreit an Gedanken auch, vielleicht auch Hineingerede von außen, ja, ja. Hör auf deine Intuition zum einen, auf dein Herz, ja, schön die rote Farbe hier, bleib im Vertrauen, bleib trotzdem geerdet, ne, und ja, hab einfach auch keine Furcht. Ne? Es wird sich schon nach und nach auch alles zeigen. Ne? Komm vielleicht hier tatsächlich auch in die Tat. Ne? Probier sowohl das eine wie das andere vielleicht auch mal aus. Oder ne? Spiele es gedanklich durch und schau, ne? Womit du so rein innerlich einfach auch am besten übereinstimmst. Ja. Bei dem Eichenbaum hier kommt man noch in den Sinn. Ich habe gestern vergessen vorzulesen, was jetzt hier auf der kleinen Karte unten drunter stand. Ich habe es noch hier liegen. Ich möchte euch das gerne noch vorlesen. Hier dieses Hutch an Oak Tree and it will grant you your great, your deepest wish. Ja, umarme einen Eichenbaum und er wird dir ja stärken. Wird ja deinen tiefsten Wunsch stärken. Naja, falls es für dich denkbar ist, ne? Aber zum Beispiel auch, wenn man sich an einen Baum lehnt, ja, dann mit dem Rücken, ne, ist es einfach auch sehr stärkend. Aber na, vielleicht kannst du das ruhig mal ausprobieren. Ja, manchmal auch ein bisschen was Neues oder anscheinend Verrücktes, scheinbar Verrücktes, ja. Ja, schau, wie es dich stärkt. Ne? Vielleicht einfach auch beruhigt und erdet. Ne? Hm. Ja, vielleicht ne, ist heute einfach so auch nicht der Tag, wo es unbedingt weiter vorwärts gehen muss. Ne? Darfst du dir da auch nochmal Gedanken machen, in verschiedene Richtungen denken, ne, dich hineinfühlen. Ja, dir vielleicht auch einen Plan machen, ne? Nötiges vielleicht auch vorbereiten oder ne, eine Pro-Kontra-Liste machen. Mit dem Brief ist ne, auch solche, sind solche Sachen wie Planungen, eben Niederschriften, Tagebuch vielleicht einfach auch angezeigt. Ne? Aber ja,
Vielleicht kommt hier auch ein offizielles Schreiben hinein, das so ein bisschen Zweifel erregt, ja? Oder findet eine Kommunikation statt, ein Telefonat, ein Gespräch, ne? Von Angesicht zu Angesicht, was so ein bisschen Zweifel einfach auch aufwirft. Ne? Hier haben wir noch die 7 Pik mit dabei, das entspricht den 7 der Schwertern. Ja, vielleicht darfst du hier heute auf irgendwelches Kleingedrucktes auch achten. Ne? Vielleicht auch im Nachgang zu gestern nochmal. Ja, wenn dich da etwas stutzig macht, ne? Hör auf deine innere Stimme. Ja, dann prüf es natürlich noch einmal. Ne? Ja, ansonsten natürlich, ja, ne, hör auf deine innere Stimme. Ne? Nimm dir aus den Erfahrungen auch, die du bisher mit bestimmten Dingen oder Menschen gemacht hast, mit bestimmten Abläufen, auch mit dir selbst, ja, nimm dir daraus das mit, was dir wichtig und wert geworden ist, ne, und gehe dem nach. Ja. Ja, drück dich auch nicht. Vielleicht hast du hier auch den Gedanken, so ein bisschen, ne, dich hier irgendwann eine Abkürzung zu nehmen oder, ne, dich aus der Affäre von etwas zu ziehen. Ja, dir selber etwas vielleicht auch nicht zuzutrauen, zweifelst an dir selber. Nee, schau dir es einfach auch erstmal an. Ne? Ja, was haben wir hier noch dann? Als Impuls dazu einen Steinkreis. Genau, Druid Circle. Ja, der Druidenkreis. Ne? Old stones hold secrets better than past lovers could. Whisper your dreams to the standing stones and those wishes will come true. Ja, alte Steine bewahren Geheimnisse besser als vergangene Liebhaber, Liebe, Lieben es jemals könnten. Ne? Sprich, flüstere deine Träume den stehenden Steinen zu und solche Wünsche werden wahr werden. Gut, das kann jetzt hier auch nochmal etwas völlig anderes betreffen als die Thematik vom gestrigen Tag. Ne? Ja. Naja. Vielleicht darfst du dir hier nochmal auch klar werden, ne? Was ist jetzt der nächste Schritt? Wie soll es jetzt wirklich weitergehen? Ne? Ne? Denn eben, wie gesagt, ein Entschluss, selbst wenn er einmal gefasst ist, ne, im Gehen können da schon auch immer wieder Zweifel aufkommen. Ja? Auch im, durch das Kommunizieren miteinander. Ne? In Beziehungen, in welchen Beziehungen auch immer, ne? Ja, auch in dir selbst, ne? Da können Zweifel aufkommen. War das jetzt richtig? Ja, wie geht es weiter? Ne? Halt an deinem, ja, Entschluss einfach auch fest, ne? Wenn das deine Wahrheit ist, du das als deinen Entschluss, ja, einfach auch wirklich stark gemacht hast, ne? Dann bleib einfach auch dran. Natürlich, es kommen immer wieder auch Herausforderungen, ne? Es kommt hier eine Herausforderung dazu, ne? Ja. Das heißt aber nicht, dass die nicht auch irgendwie zu nehmen ist. Es wird sich auch dafür dann eine Klarheit zeigen, ja. Spüre dem selber nach. Hier haben wir noch den Impuls. Place pink opal by the bed for peace and calm. Ja, platziere pinken Opal neben dem Bett oder beim Bett
für Frieden und Ruhe. Einkehr. Ja, Pink, ne? Ist immer Geschmackssache, finde ich. Ist ein Bekenntnis. Aber ne, es gibt tatsächlich eben pinkfarbene Steine und Pink ist ja so die Mischung aus Rot und Weiß. Ne? Also auch eine Herzensfarbe, ne, vermischt mit dem Weiß, der Reinheit, der Klarheit. Ja, ne, traue deinem Herzen da auch. Ne? Und ne, falls du mit irgendwas in Zweifel gerätst, ja, dann such dir da Herzensstärkung, eben durch so etwas ganz Praktisches, ne, wie einen pinkfarbenen Stein oder ne, auch irgendwas rosa, pinkfarbenes, ja, was dir dabei auch hilft, ne, im Fluss zu bleiben, eine gute Beziehung zu dir selbst zu behalten und in der Offenheit des Herzens auch zu bleiben, ne, oder hineinzukommen wieder. Ja, gerade auch, ne, im Gesprächen, falls die auch ein bisschen herausfordernd sein sollten. Ne. Ja, ich wünsche dir einen guten Weg damit, eine gesegnete Zeit. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.